gibt es eine Bouillon mit einem Onde-Törtchen und Kalbfleischfass gefüllt. Das heißt immer zwischen Schichten. Dazu brauche ich ein seenfreies Kalbfleisch. Hier haben wir schon klein geschnitten, wird jetzt gesalzen. Anschließend kommt es kurz in den Tiefkühler. Dann reagiert das also das Eiweiß im Fleisch und wir können es gut bearbeiten. Dazu haben wir die Omelette, sagen wir mal, wie Pfannkuchen ähnlich gemacht. Also mehr hier im Mehl- und Eibereich, der Ei ist also stärker und Milch. Also, wir machen einmal die Omelettmasse. Das packen wir kurz in den Tiefkühler, damit es reagiert und dann geht es auch gleich weiter. Wir müssen gleich mal das geht in den Tiefkühler und schon machen wir unser Omelett fertig. Also, Mehl. Was gehört dazu? Noch kleine Prise Salz natürlich, eine kleine Prise Salz. Dann die Eier, die lassen wir hier durch. Und zwar deshalb, damit die Hagelschnüre rauskommen und eventuell eben Festteile von der Eischale. So, durchdrücken noch das Ganze. Sehr gut. Was brauchen wir hier noch? Dann gebe ich die Milch dazu und rühren das Ganze durch. Dann musst du, das ist ganz wichtig, auch ein Omelett in der Form mit Ei und Mehl braucht einfach, muss reagieren, das Mehl muss erst reagieren und daher lassen wir das Ganze jetzt etwa 5 Minuten ruhen. Ja, Fleischreste. Das heißt, wir haben schön in die Tiefkühler gepackt. Wir haben es ja wie gesagt salzen, damit es so reagiert. Das heißt, es gerinnt dann nicht so schnell. Und jetzt geben wir das Ganze in unseren kleinen Kutter. Geben das Ganze durch. Mixen das mal kurz. So, mit Salz noch zu, Pfeffer dazu, und Sahne. Also für eine richtig schöne Konsistenz. Restliche Sahne dazu. Fantastisch. Bingo. Das haben wir jetzt, stellen wir jetzt kalt, verwenden wir später, jetzt müssen wir die Omelettes machen. Ja, jetzt machen wir unser schönes Omelett, unsere Omeletten. Wir brauchen Mehl, ja, ganz wichtig. Zwei rein, so. Bisschen mehr Power. Das scheint es. Backen die von beiden Seiten eben wie Pfannkuchen, hat ja mehr Eianteile hier in dem Fall. Geben dann diese Farce dazu, das ist diese Kalbfleisch mit Sahne und Salz und Pfeffer. Die Füllung praktisch. Und dann schichtweise machen wir jetzt unsere Omelette dann fertig. Ups, das war nicht so gut gelungen. Das ist meistens immer im ersten Teil der Pfanne. Aber auch die können wir verwenden, denn wir garen das nachher nach. Das ist kein Thema, das kann jedem passieren, auch dem Radiokoch. So, schön rund. Passé. So, haben wir das erste hinter uns. Und hier kommt jetzt die Füllung drauf, die Farsfüllung. Dazu gebe ich jetzt die mal rein. Kann ich es besser stopfen. So, schön verteilen, gleichmäßig.
Die ist ja gleich fertig. Wir probieren, ob es schmeckt. Lecker. Und dann wieder ein bisschen Pinsel. Und wieder einmal. Kriegen jetzt. Wenn es uns nicht gelungen, diesmal ja. Jetzt kommt die nächste Schicht drauf. Da wieder. Das drücken wir dann drauf. Die Fassfüllung. Törtchen, Klauti, der Fassfüllung. Sehen, das ist richtig schön. Richtig Türmchen. Türmchen. Das Ganze garen wir jetzt nochmals im Ofen bei ca. 120, 130 Grad, ca. 10 bis 15 Minuten. Jetzt muss das Törtchen fertig sein und ist fertig. Also die Temperatur hier bei war 120, 130 Grad. Das Törtchen ist fertig, sehr schön. Nehmen wir raus. Oha! Ja! Das reichen wir jetzt praktisch zu unserer heißen Brühe dazu. Etwas hier mit ein bisschen Mausfenchel. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meiner Bouillon und ein Törtchen, ein Omelettörtchen mit Kalbfleischfarce gefüllt.